Hallo ihr Lieben, willkommen in der Genius Rezeptwelt. Heute machen wir eine super leckere Tarte mit einer Ricotta-Parmesan-Creme und Tomatensalat obendrauf. Und wie einfach das geht, das zeige ich euch jetzt. Für die Blätterteig-Tomatentarte brauchen wir folgende Zutaten. Blätterteig, Ricotta, geriebenen Parmesan, Tomaten, Olivenöl, Balsamico, Pinienkerne, Basilikum und Salz und Pfeffer. Als erstes rollen wir den Blätterteig auf unserem Backblech aus. Jetzt schneiden wir mit einem Messer am Rand entlang, damit der Rand nachher schön aufgeht. Den Mittelteil stechen wir mit einer Gabel ein. Für die Creme verrühren wir den Ricotta mit dem Parmesankäse und würzen das Ganze mit Salz und Pfeffer. Die Ricotta-Masse verteilen wir auf unseren Blätterteig. Dabei lassen wir den Rand aus. Das Ganze kommt dann erstmal für ca. 15 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Als nächstes bereiten wir den Belag zu. Dafür schneiden wir die Tomaten mit dem Nicer Dicer Chef klein. Zu den Tomaten geben wir das Olivenöl, den Balsamico-Essig, das Basilikum und etwas Salz und Pfeffer. Die gebackene Tarte belegen wir jetzt mit unserer Tomatenmasse und garnieren sie mit den Pinienkernen und etwas gehobelten Parmesan. Zum Schluss kommt noch etwas frisches Basilikum obendrauf. Und so schnell und einfach holt ihr euch italienisches Urlaubsfeeling in eure Küche. Viel Spaß beim Nachmachen, eure Rebecca.